Hallo Bienenfreunde. Was meine Königinzucht, die Art meiner Königinzucht angeht, gibt es ja, und da freue ich mich auch darüber, sehr kontroverse Meinungen, Aussagen, Statements. Ist ja voll in Ordnung. Nur so kann man eine Diskussionsgrundlage erzeugen, wenn man sich miteinander unterhalten kann über verschiedene Wege, was geht nicht. Allerdings gibt es natürlich auch einige Kommentare, die sind total unterirdisch, völlig unnötig. Und man könnte sie auch stecken lassen. Nämlich dann, wenn jemand nur zitiert, was er irgendwo gelesen hat oder irgendwo gemeint, gehört zu haben, wieder rezitiert, was ein anderer schon mal zitiert hat, weil der irgendwas gehört hat oder gemeint hat oder gelesen hat. Das kann man sich schenken. Das ist für mich nutzlos vergeudete Zeit. Der hat sie nutzlos vergeudet und der raubt mir meine Zeit, weil ich das lesen soll, was er da schreibt. Das raubt mir ja schon wieder Zeit. Das ist ärgerlich, okay, aber es ist halt nur mal ein Beiwerk. Das ist wie so ein Eiterpickel am Arsch, sag ich mal. Ist halt Beiwerk, muss man mit leben. Kleines Resümee, was die Königinzucht angeht. Bis jetzt, die Königinzucht, so wie ich sie betrieben habe, jetzt in dieser Serie bisher. Ich gehe mit euch mal durch. Okay, zwei Fehlversuche waren ja dabei, das habt ihr auch gesehen. Zeige ich alles in den Videos, ich tue nichts beschönigen, halt nichts zurück. Zwei Fehlversuche hatten wir, die lassen wir mal weg, die zählen wir mal nicht dazu, aber gehen wir zu den anderen. Was ist denn jetzt im Augenblick Stand der Dinge? Da haben wir hier Nummer 1. Läuft bei denen. Nummer 2. Zweite Königin, bis jetzt läuft alles noch. Die hier, das ist die Königin, die ich abgefangen hatte aus der Luft, die schon gezeichnet war, die vom Pegasusflug zurückkam, läuft. Das ist Nummer 3 dann. Nummer 4. Hier haben wir Nummer 5. Das ist ein ganz spezieller Fall. Das ist ein Projekt, was ich nur für meine Mitglieder habe. Ist auf der Mitgliederseite publiziert. Das ist also Nummer 5. Dann haben wir Nummer 6. Denen geht es auch gut. Nummer 7, die sind gestern Abend aus der Dunkelhaft oder Kellerhaft gekommen. Man sieht, dass sie recht lebendig sind und sich natürlich mal umschauen, was so ist. Ist immer wieder erstaunlich. Also wenn so Bienen aus der Kellerhaft kamen, Dunkelhaft, egal wie man es nennen mag, Isolierhaft, Freundschaftsgewinnungshaft, keine Ahnung, dann ist erstmal Ruhe, dann will man erstmal gar nichts, da kannst du beobachten, da kommt nichts raus. Und dann aber im Laufe der Zeit danach, da siehst du, wie dann immer mehr rauskommen, sich die Gegend anschauen, sich einprägen, orientieren. Das ist schon schön. Also wir waren jetzt bei solchen, war Nummer 7. Dann gehen wir weiter. So viel zum Misserfolg meiner Königinzucht. Nummer 8. Läuft. Nummer 9. Ich habe jetzt überall, und Nummer 10. Ich habe jetzt überall Zettel dran gemacht, weil ich kann mir das gar nicht mehr alles merken. Die sind ja unterschiedlich, sind sie ja belegt worden. Und unterschiedlich auch waren die Schlüpfdaten. Das kann man sich gar nicht mehr alles einprägen. Also Nummer 10 waren wir hier. Nummer 11, da läuft auch alles prima. Sind schon seit einigen Tagen da, die Königin legt schon. Nummer 12, auch die kamen gestern Abend erst aus der Dunkelhaft. Und das ist ein ganz klarer Unterschied von denen oder zu einem anderen Kästchen, was schon eine ganze Weile steht, schon ein paar Tage. Ganz großer Unterschied, gleiches Klima, gleiche Bedingungen, aber trotzdem ganz anderer Betrieb. Das ist schön, das ist das, was ich meine. Wir haben es beobachtet, aber geht ja noch weiter. Also wir hatten jetzt Nummer 12, kommt noch mehr. Und nicht alles. Wäre zu wenig. Ich habe gestern, ihr habt im letzten Königinzucht-Video gesehen, gestern habe ich
noch die eine Zelle aus dem Anbrüter rausgeholt. Die stehen jetzt hier. Denen geht's gut, man hört's. Läuft. So, das ist also Nummer 13 sind wir jetzt. Alles aus einer Zuchtserie. Ist okay. Geht aber weiter. Langt ja nicht. So. Gehen wir es mal hier rüber. Das hier ist der Anbrüter. Der ehemalige. Hier habe ich gestern, wie gesagt, die eine letzte Zelle noch rausgeholt, die ich rausgeholt habe, und eine Zelle habe ich hier drin gelassen im Anbrüter. Dieser Anbrüter wurde vor ziemlich genau einem Monat erstellt. So lang gibt es jetzt diese Bienen hier drin schon. Nur falls jemand sagt, nein, so lang leben doch die Bienen nicht. Doch, sie sind hier jetzt ziemlich genau. Vor einem Monat wurden es erstellt, am 28. April wurde es erstellt. Und wir haben jetzt, muss mal schauen, schnell auf die Uhr, wir haben es glaube ich 25. Ja, wir haben jetzt 25. Mai, also ein Monat alt ist dieser Anbrüter schon. Und da gab es ja keine Königin, die gelegt hat. Hier wurde ja nichts mit dazugegeben an Brut. Das sind alles die Originalbienen. Das war jetzt Nummer 14. Und hier habe ich schon zwei Königinnen eingeweißelt. Ich habe das auch gezeigt im Video. Das sind die zwei Ableger, die ich hier schon erstellt habe. Das ist hier und hier. Das heißt also, sind alles zusammengerechnet 16 Königinnen, die wohl auf sind. Wie gesagt, zwei waren nix. Sonst wären es 18 gewesen. Na, so schlecht ist es nicht, finde ich. Na gut, da kann man geteilter Meinung sein, okay, aber ich finde, so wie ich es gezeigt habe, dass es auch wirklich ein Kleinstimker sich seine Königin ziehen kann, der nur ein einziges Volk hat, also einen kleinen Anbrüter aus einem einzigen Volk macht, kann das machen. Wenn er so macht, wie ich es gezeigt habe, kann das machen. Der Erfolg gibt mir recht. Ja. Es gab ja Leute, die haben dran rumgemeckert, das ist kein Anbrüter, viel zu wenige Bienen, viel zu klein und alles solche Dinge. Aber ja gut, okay, ich hätte jetzt diese zwei vollen Brutwaben plus eine abgeschüttelte Wabe an Bienen, hätte ich auch in den ganz kleinen Raum reintun können. Dann hätte das so ausgesehen, als ob das alles überquellend voll ist. Warum sollte ich? Es gibt keinen, wirklich keinen Grund dafür, die Bienen so eng zusammenzupacken, nur weil irgendjemand meint, die Bienen müssten enger sitzen. Ich habe sie halt in eine ganz normale Zarge reingepackt, da ist halt mehr Raum da, als Bienen da sind, aber die Bienenmasse, die Bienenmenge ist die gleiche. Es geht auf die Bienenmenge. Die wurde auch kritisiert. Viel zu wenige Bienen. Naja, wenn ich 18 Königinnen, zwei sind kaputt gegangen, sagen wir mal 16 Königinnen, wenn ich 16 Königinnen raushole auf diese Art, so wie ich es gemacht habe, und keine Schrottkönigin, das ist halt das Wichtige dabei. Also keine Königin, die aus normalen Arbeiterinnenzellen, die so schräg nach oben angelegt sind und dann abgeknickt werden, damit der Zapfen ran gebaut werden kann. Das ist für mich dann eine Zucht von einer Schrottkönigin. Keine Schrottkönigin, alles korrekte Königinnen, die in korrekten Weißelnäpfchen wachsen konnten, Zapfen direkt immer nach unten, wo sie schön ausbilden konnten. Ja. Mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen auch mal vielleicht für die, ach, noch mal ganz kurzer Blick. Das sieht einfach zu schön aus. Für die Kritiker vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, dass sie sich, wenn sie sowas noch mal sehen bei jemand anderem, gut, bei mir sehen sie wahrscheinlich auch noch andere Sachen, die ihnen nicht gefallen,
wenn Sie nochmal sowas sehen bei jemand anderem, dass Sie, bevor Sie meckern, erstmal schauen, was wird denn draus? Nicht gleich die Fresse aufreißen, bah! Und dies und jenes und sondern erstmal, was kommt dabei raus? Und dann die Fresse aufreißen. Ich hab's ja gewusst, das kann nicht funktionieren, du bist ein Idiot. Okay, und für alle anderen, die vielleicht nur ganz wenige Völker haben, ein, zwei Völker, und gern Königin züchten möchten, selbst gern Königin züchten möchten, bester Weg, das so zu machen, wie ich es gezeigt habe. Ja? Vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Bienenvideo.